Liebe Geschwister, die Zeit ist knapp, aber inshallah sage ich sozusagen das Wesentliche, was in diese Khutbah gekommen ist. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, sollten wir das Gute an Allah subhanahu wa ta'ala denken. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns das nahe gebracht, wie der Gedanke an Allah sein sollte. Allah subhanahu wa ta'ala sollte man nicht ein falsches Bild über Allah machen. Und sollte man nicht die Koranverse und die Hadithe falsch interpretieren, dass man falsch denkt über Allah subhanahu wa ta'ala. Im Gegenteil, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nutzt die Gelegenheit, um uns nahe zu bringen, wie dein Gedanke und wie dein Denken über Allah sein sollte. Kam eine Frau von den Frauen, die man in Krieg genommen hat, und die wurde von ihren Säuglingen getrennt. Und sie war verrückt auf der Suche nach ihren Säuglingen und nimmt jeden Kind und nimmt sie in die Brust und gibt ihm von seiner Mutter Milch, damit sie diese Muttermilch behält und dem Sohn gibt, wenn sie diesen Säugling wieder trifft. Die Sahaba sehen das an. Und der Prophet sieht das an. Der Prophet hat die Zeit genutzt und die Situation genutzt, um die Sahaba mit Allah bekannt zu machen. Wer Allah ist, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sieht ihr diese Frau? Würde sie ihren Sohn in Feuer schmeißen? Sagen die Sahaba, nachdem die diesen Anblick gesehen haben, wie sie verrückt war, andere Kinder Milch zu geben, damit sie ihrem Kind diese Milch gibt. Sagen die, niemals wird diese Frau ihren Kind in Feuer schmeißen, wenn sie sozusagen in der Lage ist. Sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah ist barmherziger als diese Frau mit ihrem Kind. Der will uns beibringen, wie wir über Allah denken sollten. Allah mit seinen Dienern ist barmherziger als diese Frau mit ihrem Kind. Und deswegen sollten wir das Gute denken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und in einem Hadith al-Qudsi sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich bin so, wie mein Diener an mich denkt. Wenn er das Gute denkt, bekommt er das. Aber wenn jemand das Schlechte denkt, Allah subhanahu wa ta'ala, bekommt er das Schlechte. Allah subhanahu wa ta'ala, sollte man an ihn glauben, wie er sich beschrieben hat im Koran, wie ihm der Prophet Muhammad beschrieben hat. Und dass man diese Bedeutung von seiner Barmherzigkeit und seine schönen Eigenschaften, Großzügigkeit und belohnt und das, was er versprochen hat, hält er, sollten wir ein schönes Bild über Allah subhanahu wa ta'ala bilden. Und das gute Denken Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet nicht, dass wir Freikarte haben, Sünden zu machen. Dass wir denken, ich mache die Sünde und denke an Allah gut. Nein. Weil, dass man sündigt und sich sagt, Allah ist allverzeihend und ich mache weiter die Sünde. Dies ist ein schlechtes Denken an Allah, nicht ein gutes Denken an Allah. Weil Allah sagt, behandeln wir etwa die Gläubigen, die Ergebenen, die Muslime, wie die Verbrecher, was ist mit euch? Wie richtet ihr? Einer, der sich bemüht, Gutes zu tun und rechtschaffen zu sein, mit der Hoffnung, dass der Belohnung für Allah, von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, soll Allah gleich behandeln, wie derjenige, der maßlos in Sünden ist und nicht daran denkt, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren, bekommt er die gleiche Behandlung? Das gehört nicht zu der Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein schlechtes Denken an Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, warum gibt es Höllenfeuer und Paradies? Warum gibt es Bestrafung und Belohnung? Warum gibt es die Motivation, Gutes zu tun, wenn alle gleich behandelt werden? Nein, das ist ein schlechtes Denken. Wer an die Sünde denkt und die Sünde machen will und sich sagt, ich denke Gutes an Allah subhanahu wa ta'ala und ich mache weiter meine Sünde. Nein, das gute Denken kommt mit das gute Handeln. Handle rechtschaffen. Und geh den geraden Weg und folgt den Koran, die Sunna.
und hab dabei das gute Denken an Allah subhanahu wa ta'ala, dass deine Taten nicht verloren gehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich bewahrt, dass Allah dir die Belohnung gibt. Deswegen sollten wir das richtige Verständnis haben von das Denken an Allah subhanahu wa ta'ala, das gute Denken an Allah subhanahu wa ta'ala. Wo brauchen wir gutes Denken an Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn wir Dua machen. Wo brauchen wir auch gutes Denken an Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn uns etwas trifft vom Schlechten, trifft dich etwas Schlechtes, hier fallen viele Leute durch. Hier kommen viele auf dumme Gedanken. Hier kommt der Shaitan, wenn dich irgendwas trifft von Krankheit oder von weniger Geld, dann kommt der Shaitan und lässt dich Schlechtes an Allah subhanahu wa ta'ala denken. Aber hier sollte man Gutes denken. Weil Allah subhanahu wa ta'ala tut niemanden Unrecht. Das heißt, diese Gedanke, warum ist mir das passiert? Womit habe ich das verdient? Das ist ein falsches Denken Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat ganz klar gesagt, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ. Was euch trifft von diesen Schicksalsschlägen, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Das ist das, was ihr vorausgeeilt habt. Das ihr, was ihr verdient habt. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Und er verzeiht vieles. Das heißt, wenn dich etwas trifft, dann solltest du das gute Denken an Allah haben und sagen, was mich getroffen hat, ist bestimmt wegen Sünden, die ich gemacht habe. Und mein gutes Denken an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er auch noch vieles verziehen hat, wo ich eigentlich auch Bestrafung verdient habe. Hier kommt das gute Denken an Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wo man gutes Denken haben sollte, wenn man dem Tode nahe kommt und am Sterben liegt, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand am Sterben liegt, sollte er das Gute denken an Allah subhanahu wa ta'ala. Er sollte nicht sterben, ohne das Gute denken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ja die Gelegenheit, wo man weiß, der nächste Schritt ist der Tod und ich habe nichts mehr, was ich machen kann in dieser Dunya, aber ich habe jetzt nur noch mein gutes Denken an Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah mir verzeiht für das, was ich falsch gemacht habe, dass Allah mich annimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala meine Taten annimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir gibt, was er versprochen hat. Ich habe das gute Denken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch, wo wir ein gutes Denken haben, wenn wir Sünden gemacht haben, dass wir nicht weiterhin mit den Sünden sozusagen handeln, auf die Sünden beharren und sagen, Allah verzeiht uns nicht mehr. Allah wird uns niemals mehr verzeihen. Für das, was ich alles an Sünden gemacht habe, da gibt es bestimmt kein Vergeben. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh, meine Diener, die euch maßlos wart, maßlos in Sünden, gibt es nicht auf. Die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala gibt sie nicht auf. Wahrlich, Allah verzeiht alle Sünden. Deswegen, egal was du für Sünden gemacht hast, du hast deine Seele noch im Körper. Du kannst zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wird dich annehmen. Allah wird dir nicht die Tür zumachen. Allah wird dich lieben. Allah wird sich freuen auf deine Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Triff die Entscheidung, auch wenn du nochmal in Sünde gefallen bist. Triff die Entscheidung, zurückzukehren. Triff die Entscheidung, Tauba zu machen. Und wo wir auch ein gutes Denken an Allah subhanahu wa ta'ala haben sollten, das, was wir heutzutage sehen mit der Ummah, und die Schwäche und die Gegner und die Feinde, was sie alles mit den Muslimen machen und die Unterdrückung und so weiter und so fort. Aber keine Sekunde darf der Muslim vergessen oder schlecht denken an Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma in Stich lässt. Sondern vielmehr sollte man den Glaube haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine treuen Diener unterstützt und siegen lässt. Und die Zukunft ist für den Islam. Die Zukunft ist für den Islam. Man sollte an den Islam halten. Man sollte den Islam vermitteln. Man sollte seine Kinder auf Islam erziehen. Man sollte korrigieren, was in dieser Umma ist. Weil der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Sieg ist nicht in Hand von irgendeinem. Egal welche Mächte das sind und egal welche Waffen die haben und egal welche Kraft die haben, egal welche Geld die haben, der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und hat Allah versprochen. Deswegen müssen wir nur an seine Bedingungen
halten, damit der Sieg kommt. Was ist seine Bedingung? Dass wir an seine Religion halten. Und auch in dein Rizq, dein Verdienst, solltest du das Gute denken, Allah subhanahu wa ta'ala. Wie? Indem du den Halal, also deinen Verdienst von Halal hast und auf Allah vertraust, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Bescherung gibt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden Lebewesen schon seine Rizq gibt, sein Verdienst gibt. Deswegen such das in den Halal-Weg, wie es Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Und letztendlich auch Yawm al-Qiyamah wird dir dieses gute Denken an Allah subhanahu wa ta'ala helfen. Sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 Leute werden aus dem Höllenfeuer rausgebracht und werden dann zurückgeschickt. Dann wendet sich einer zu Allah, schaut auf Allah zurück und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das war nicht mein Denken an dich. Oder mein Denken an dich war, dass du, wenn du uns rausgeholt hast, dass du mich nicht wieder zurückschickst. Dann hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala befreit von Höllenfeuer. Durch was? Durch dieses Denken an Allah subhanahu wa ta'ala. Wie das ein guter Gedanke an Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass wenn er ihn Hoffnung gegeben hat und ihn rausgebracht hat von Höllenfeuer, dass er nicht mehr zurückgebracht wird. So hat ihn sein gutes Denken an Allah subhanahu wa ta'ala gerettet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das gute Denken an ihn geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns durch dieses gute Denken von Höllenfeuer retten und ins Paradies bringen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.